Guten Morgen. Danke, Stefan Kuhle. Guten Morgen, Stefan Kuhle. Ja, genau so ist das. Irgendwie die Wirtschaft ist ja ein ebenso kompliziertes, komplexes wie auch empfindliches Gebilde. Irgendwie selbst kleinste Einflüsse können da schon mal größere Auswirkungen haben. Erst recht natürlich außergewöhnliche oder außergewöhnlich große Einflüsse, wie wir sie in den vergangenen Jahren immer wieder hatten. Erst mit der Pandemie und zuletzt seit vergangenem Februar der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Das hat natürlich auch die Wirtschaft erschüttert. Das hat dann auch zu Folgen geführt. Gestern etwa für die Energieversorgung oder auch die Energiekosten. Gestern hat der Bundeswirtschaftsminister den Jahreswirtschaftsbericht vorgestellt für dieses Jahr. In einer Pressekonferenz die ersten groben Linien sind relativ eindeutig. Die Lage wird nicht so dramatisch, wie sie ursprünglich mal befürchtet worden war. Heute stellt der Bundeswirtschaftsminister in einer Regierungserklärung den Bericht vor. Und wir wollen Sie schon mal ein klein bisschen vorbereiten auf das, was nachher diskutiert wird. Und ich freue mich, dass Sie heute Morgen bei uns sind. Sandra Dietz ist seit diesem Dienstag wirtschaftspolitische Sprecherin der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Guten Morgen, schön, dass Sie schon da sind in dem neuen Amt. Und Christian Laie ist bei uns, der ist wirtschaftspolitischer Sprecher der Fraktion Die Linke. Auch Ihnen schönen guten Morgen und danke fürs Kommen. Frau Detzer, ich habe es gerade schon angedeutet, von Rezession war die Rede im vergangenen Jahr, von einer Gasmangellage. Es gab dramatische Appelle zum Teil, was die Versorgungslage auch anging. Und dann war alles gar nicht so dramatisch schlimm, wie wir heute feststellen. Wie hat der Wirtschaftsminister zu viel Panik verbreitet? Nein, auf keinen Fall. Und das Gute ist in der Tat, dass wir feststellen können, dass wir gemeinsam durch dieses wirklich schwere Jahr 2022 gekommen sind. Das liegt zum einen daran, dass sich unheimlich viele UnternehmerInnen und ihre Beschäftigten einfach nach der Decke gestreckt haben. Die haben versucht, Personalengpässe zu überbrücken. Die haben Lieferkettenschwierigkeiten mit viel Fantasie angegangen. Und das ist die Grundlage dessen, warum wir jetzt gut dastehen. Gleichzeitig, glaube ich, war es auch sehr hilfreich, dass die Bundesregierung und insgesamt der Bundeswirtschaftsminister einfach doch sehr konsequent auch dieses Krisenmanagement betrieben hat. Und wir zum Beispiel jetzt einfach sehr volle Gasspeicher hatten, die wir vorher nicht hatten. Das dämpft die Energiepreise und das war sehr, sehr wichtig. Und bei vollen Gasspeichern fällt mir ein, vielleicht haben wir auch ein bisschen Glück gehabt, weil der Winter nicht so kalt war, wie er hätte unter Umständen auch schon mal sein können. Selbstverständlich. Das hat auch der Bundeswirtschaftsminister von Anfang an ja gesagt. Das hängt ganz entscheidend am Wetter, so skurril es klingt, dass wir eben Gasverbräuche auch verringern können. Umgekehrt haben sich unheimlich viele Leute Gedanken gemacht, wie kann ich selber Energie sparen? Ich kenne es von Haushalten, von Unternehmen, die sich einfach gefragt haben, was machen wir in dieser Situation, wo Energie jetzt so teuer ist? Und das hat enorm dazu beigetragen. Da dürfen wir übrigens auch nicht nachlassen, weil was wir nicht vergessen dürfen, wir sind jetzt in einer verhältnismäßig guten Situation, aber natürlich noch lange nicht über den Berg. Das passt zu einem Zitat ein wenig auch aus einer Pressemeldung von oder Pressemitteilung von Christian Laie von gestern. Sie sagen, der Krisenmodus dauert an, aber die Antworten der Ampel sind kraftlos und nicht geeignet, die soziale Schere zu schließen. Der propagierte und erwartete heiße Herbst ist aber ausgeblieben. War die Lage vielleicht doch nicht so schlimm? Ich glaube, dass unabhängig davon, ob sich jetzt eine Protestbewegung in diesem Herbst gebildet hat oder nicht, ich glaube, dass die Lage für die Menschen doch dramatisch ist. Weil wenn man sich so Wirtschaftsindikatoren anguckt, dann geht es nicht nur darum, ob es jetzt ein Wirtschaftswachstum oder eine Rezession gegeben hat. Es geht auch darum, was hat das mit den Menschen gemacht. Wir haben eine Inflation, die jetzt knapp unter 8% liegt. Man muss wissen, bei 8% Inflation verlieren Menschen rechnerisch ein Monatseinkommen. Und das in einer Gesellschaft, die vorher schon aufgespalten war, in Arm und Reich, wo viele Menschen überhaupt nicht die Möglichkeit haben, das sozusagen wegzustecken, wenn plötzlich ein Monatseinkommen fehlt. Viele Menschen spüren das draußen. Ich glaube, da ist es schon angebracht, auf die Dramatik der Situation hinzuweisen und zu sagen, dass durch diese Krise viele Menschen eben nicht gut kommen. Und das gilt. Was muss passieren aus Ihrer Sicht? Ich glaube, eine Sache ist, also da sind viele Sachen, die da ineinander greifen. Es ist nicht nur eine Maßnahme, über die wir jetzt sprechen. Eine Sache, über die wir auf jeden Fall reden müssen, ist, dass die ganze Finanzierung von den Projekten, die jetzt gerade anstehen, also wir stecken mitten in einer Situation, wo wir die Transformation gestalten müssen, wo wir Antworten finden müssen auf den Klimawandel, wo die Industrie umgebaut werden muss, wo die USA mit Riesenschritten nach vorne rennt, mit dem Inflation Reduction Act und wo Deutschland gleichzeitig, während die USA 400 Milliarden Dollar in den Aufbau von Zukunftsindustrien investieren, Deutschland 200 Milliarden in die Folgen
der Sanktionspolitik steckt. Ich glaube, wir müssen gucken, dass wir einerseits die Finanzierung von all dem gewährleisten. Da ist das Thema Schuldenbremse vollkommen unverständlich, dass die Ampel daran festhält. Wir brauchen ein gerechteres Steuersystem. Auch das wurde immer wieder gefordert. Wir brauchen eine Gaspreisbremse, die funktioniert. Da werden wir jetzt sehen, die Signale aus dem Mittelstand sind nicht besonders mutmachend an der Stelle. Und wir müssen tatsächlich auch über die Folgen der Sanktionspolitik sprechen, weil ein großer Teil der Bevölkerung kann das nicht wegstecken, was gerade auf sie zukommt. Tut die Koalition, tut die Ampel genug für die kleinen oder einen ganz kleinen Einkommen? Wir haben die größten Entlastungspakete in der Geschichte dieser Bundesrepublik beschlossen. Und die dienen in allererster Linie dazu, dass wir Kaufkraftverluste ausgleichen und dass wir Menschen, die kleine mittlere Einkommen haben, die sich wirklich Sorgen machen um ihre Energierechnung, dass wir denen unter die Arme greifen. Und wir haben auch im Jahreswirtschaftsbericht jetzt schwarz auf weiß belegt, dass die Gas- und Strompreisbremsen wahrscheinlich ungefähr 1,5% der Preissteigerungen abfangen können. Das ist noch nicht die Welt, das ist völlig klar. Wir haben hohe Inflationsraten gesehen von 8-9 Prozentpunkten und die drücken, das ist ganz klar. Umgekehrt, glaube ich, ist diese Mischung aus Entlastungspaketen schon früh letzten Jahres und dann jetzt die Gas- und Strompreisbremsen ist genau die richtige Antwort. Langfristig geht es natürlich darum, die Erneuerbaren auszubauen und Wasserstoff-ready zu machen, um diese Energiepreise auch zu senken. Und da muss ich sagen, würde ich mir von der Opposition manchmal die eine oder andere besseren Vorschlag wünschen, denn wir sind ja offen und denken auch immer wieder drüber nach, wie wir Dinge, die wir machen, auch noch besser machen können. Da habe ich trotzdem noch mal eine Nachfrage zu dem sozialen Sektor, weil auch der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung gesagt, die Hilfen für die Haushalte mit kleinen Einkommen sind erstens zu gering, zweitens insgesamt zu wenig sozial ausgewogen und er hält die Modernisierung der Sozialsysteme für dringend nötig. Das ist ja aber die Kritik, die sinngemäß auch Herr Leyer eben geäußert hat. Was passiert? Es ist vollkommen richtig, dass wir gerade von grüner Seite immer wieder darauf gedrungen haben, dass wir zielgerichtet entlasten. Also es macht keinen Sinn, sehr breit und mit der Gießkanne sozusagen alle zu entlasten. Und deswegen gibt es zum Beispiel auch in den Entlastungspaketen ganz gezielte Pauschalen für ArbeitnehmerInnen, für RentnerInnen. Das war auch Teil der Überlegung. An der Stelle, glaube ich, kann man ehrlich sein, es ist nicht so zielgerichtet, wie es aus grüner Sicht vielleicht wünschenswert gewesen wäre. Denn noch müssen Sie ja mit einberechnen, dass das Ganze in einer Krisensituation stattgefunden hat. Das heißt, es ging auch immer darum, schnell zu handeln, Menschen nicht warten zu lassen. Und ich glaube, da ist es im Großen und Ganzen schon sehr gut gelungen, diese Entlastungspakete und auch den Rettungsschirm aufzuspannen. Frau Delzer, sagt Herr Leyer, es gibt Punkte, wo genau das vorkommt, was Sie reklamieren. Ja, also das war jetzt, Frau Detzebauer, wir sind ja Kollegen, wir sehen uns regelmäßig im Ausschuss, wir arbeiten gut zusammen, aber jetzt muss ich mal tatsächlich an der Stelle widersprechen. Wir haben als Opposition klare Vorschläge gemacht, den ganzen Frühling über. Wir haben über eine Gaspreisbremse geredet, wir haben Vorschläge gemacht, da hat die Ampel noch an der Gasumlage festgehalten, und zwar bis 2 Tage vor der geplanten Einführung. Erst dann ist der Plan gefallen. Zeit wurde verschlafen. Jetzt haben wir eine Gaspreisbremse, wo 80% des Verbrauchs vom letzten Jahr pauschal gedeckelt werden. Das ist natürlich ein Unterschied, ob man jetzt einen sehr reichen Haushalt hat, der dann einfach den Außenpool nicht mehr erwärmt, oder eine alleinerziehende Mutter, die sowieso schon vorher gespart hat, also auch vor der Energiepreiskrise und nicht bei offenem Fenster geheizt hat. Dafür braucht sie nicht die Ampel, dafür braucht sie nicht Minister Habeck für solche Energiespartipps. So, und diese Preisbremse, da ist die Kritik, die kommt ja nicht nur von uns, die kommt ja auch, haben wir ja gerade gehört, von diversen Expertinnen und Experten, ganz klar, das ist sozial unausgewogen. Und ich glaube, da hat die Ampel ihren Job schlicht und ergreifend nicht gemacht. Und die aktuellen Zeichen für die Gaspreisbremse beim Mittelstand, noch liegen die Zahlen nicht vor. Aber was man jetzt zum Beispiel auch durch eine Umfrage oder Recherche des Handelsblattes erfahren hat, ist, dass sich der Mittelstand tatsächlich große Sorgen macht, dass das Antragsverfahren zu komplex ist, zu risikoreich und dass die Sorge da ist, dass die Zahlungen nicht ankommen beim Mittelstand. Und das wäre ein Riesenproblem für die deutsche Wirtschaft. Der Mittelstand ist schon auch das Rückgrat und wichtig für viele Beschäftigte
die dort arbeiten. Sie können ich darf gerne ganz kurz antworten, genau, weil gerade diese Frage schnelle Entlastung und bürokratiearm ein ganz wichtiger Bestandteil unserer Beratungen war. Und für viele im Mittelstand bedarf es gar keines Antragsverfahrens, weil automatisch über die Stromrechnungen die Bremsen wirken werden. Und das ist, glaube ich, ein Beispiel dafür, wo wir unterschiedlicher Meinung sind. Wir glauben, dass wir ein gutes System gefunden haben, wo wir jetzt auch schnell die Bremsen in die Umsetzung bringen, dass sie einfach wirken. Denn das ist momentan das, was am meisten drängt. Und da ist es nochmal so, dass eben dieses Spannungsverhältnis zwischen zielgerichtet und schnell absolut da ist. Wir haben uns für diesen Weg entschieden, übrigens auch mit einer sehr klaren Fokus auf die zusätzlichen Einspareinreize. Also die Tatsache, dass der Sockelbetrag von 80% subventioniert wird, heißt ja auch, dass 20% noch der Rechnung zu den realen Preisen kommen. Und das ist auch ein Anreiz, weiter Energie zu sparen. Deswegen ist es ein kluges System aus meiner Wahrnehmung nach, das schnell wirken wird. Und jetzt lassen wir diese Bremsen wirken. Wir spüren an der Stimmung, wir spüren an den Rückmeldungen, die anders als bei Ihnen bei uns mehrheitlich gerade positiv sind, dass da wirklich ein großer Schritt gemacht worden ist. Und ich glaube in der Tat, dass man gerade feststellen kann, dass auch das kluge Handeln der Bundesregierung dazu geführt hat, dass wir in einer verhältnismäßig komfortablen Situation sind und deswegen auch ambitioniert weiter planen können. Und jetzt gucken wir ein bisschen in die Zukunft. Ich bin nämlich relativ sicher, dass Sie damit nicht einverstanden sind und dass Sie auch in diesem Gespräch da nicht zusammenkommen. Aber Herr Leier, wo ist aus Ihrer Sicht im Moment das größte Risiko, was die Wirtschaft angeht, auch was die Belastung der Menschen angeht? Ich glaube, das größte Risiko sind und bleiben die Energiepreise. Durch den Wirtschaftskrieg, die Sanktionen und die Gegenreaktion von Russland ist es so, dass russisches... Ich will mal sagen, ich habe das Wort Wirtschaftskrieg gehört. Ich bin da etwas anderer Auffassung, weil ob das wirklich ein Wirtschaftskrieg ist. Es sind Sanktionen gegen ein Land, das ein anderes angegriffen hat. Das ist richtig, das ist unstrittig, aber ich zitiere hier unseren Wirtschaftsminister, das war auch sein Wort. Also das haben wir uns nicht ausgedacht, das hat der Habeck lange vor... Ich wollte es nur mal eingeworfen haben. Ich wollte es auch nur eingeworfen haben. Ich zitiere unseren Wirtschaftsminister. Gutes Recht. Der Wirtschaftskrieg bezog sich ja auf die Tatsache, dass Russland Gas als Waffe einsetzt. Und das ist wir laden hier nochmal nach, hat Herr Habeck auch gesagt, aber wir brauchen uns jetzt nicht in Zitaten irgendwie, das haben wir nicht wir erfunden. Also der Punkt ist folgender, die Energiepreise bleiben hoch, es wurden jetzt LNG-Gas-Terminals gebaut. Die Frage ist, wo kommt das LNG-Gas her? 2/3 des LNG-Gases sind Langfristverträge auf dem Weltmarkt, 1/3 ist an den Spotmärkten und da ist es teuer und da kauft Deutschland ein. Das heißt, wir werden über Jahre, bis die Langfristverträge für Deutschland greifen beim LNG-Gas, auf teureres Gas angewiesen sein. Im Moment ist das Gas in Deutschland ungefähr 5-mal teurer, also Energiepreise, als in den USA. Und die werben aggressiv deutsche Unternehmen ab und haben den Inflation Reduction Act, wo sie richtig Geld in die Zukunftsindustrie pumpen. Das ist ein großes Problem und da müssen Antworten her. Und die sehe ich im Moment nicht, weil man diese Kosten, die da auf uns zukommen, auch nicht einfach wegsubventionieren kann. Allein die Kosten fürs laufende Jahr liegen bei ungefähr 175 Milliarden Euro, gerade eine veröffentlichte Zahl. Und das kann man nicht einfach wegsubventionieren. Und da kommen große Aufgaben und Herausforderungen auf uns zu. Und die Transformation muss sozial gerecht gestaltet werden. Und da sehe ich im Moment nicht, dass die Ampel dafür einen Plan hat. Bevor Sie darauf gerne direkt antworten, gebe ich Ihnen noch ein kleines bisschen Input mehr mit. Denn ich habe in der Vorbereitung gelesen, dass wir mutmaßlich jede Menge Überkapazitäten haben werden, was das LNG, also das Liquefied Natural Gas, also verflüssigtes Erdgas, haben werden. War das nötig, auch so massiv da tätig zu werden? Ganz entscheidend, damit wir die Energiepreise senken, ist, dass wir das Angebot an Energiequellen erhöhen und dass wir unabhängig werden von russischem Pipeline-Gas, das es uns jetzt in dieser Zeit so große Probleme macht, weil wir uns zu stark darauf verlassen haben. Deswegen ist es absolut richtig und ein wichtiger Erfolgsschritt, dass wir jetzt so schnell dieses erste LNG-Terminal gebaut haben und weitere werden folgen. In dem Ziel, die Angebotsseite zu stabilisieren. Aber auch zu erheblich mehr Kosten, als ursprünglich mal geplant waren. Ja, alles, was so gefeiert wird über die, wie schnell das jetzt gegangen ist, jetzt stellt sich raus, alles doch dramatisch teurer, als es mal gedacht war. Ich glaube, die gute Nachricht ist, wir haben das und wir haben damit auch perspektivisch die Chance, Energiepreise zu senken. Und das ist nicht zum Nulltarif zu haben, da haben Sie völlig recht. Umgekehrt ist es aber auch so, dass ich persönlich für dieses Land nie wieder möchte, dass wir über Gasmangellagen reden. Mhm. Denn dann wird es richtig teuer. Und das ist die Aufgabe, die insbesondere der Bundeswirtschaftsminister mit hohem Nachdruck angeht. Er hat da absolut recht. Wir müssen aber genauso in den Ausbau der Erneuerbaren investieren, denn die sind die letzten Jahrzehnte sträflich vernachlässigt.
vernachlässigt worden. Das ist die billigste Energieart, die wir haben. Die günstigste, Gestehungskosten von 5, 6 Cent pro Kilowattstunde. Das ist genau das, was wir wollen. Und dann geht es natürlich langfristig darum, die konsequenten Schritte in Richtung klimaneutrale Zukunft zu machen. Denn das macht uns wettbewerbsfähig, das macht uns stark. Und auch da ist sehr, sehr viel in der Umsetzung. Herr Leier hat noch einen Satz, dann muss ich Sie leider reinschicken, alle beide. Wir werden sehen, ob Ihre Pläne aufgehen. Im Moment die Bruttoanlageinvestitionen stagnieren. Die Unternehmen brauchen das Geld für die hohen Energiepreise. Ob das alles so aufgeht und wir den ökologischen Wandel hinkriegen, der eigentlich das Ziel für diese nächsten Jahre war. Das steht im Moment in den Sternen und wir sind da sehr kritisch aufgrund der hohen Energiepreise. Ich glaube, wir müssen da weiter drüber reden. Vielen Dank. Und mehr werden wir gleich im Plenum hören, nach der Regierungserklärung des Wirtschaftsministers und der anschließenden Aussprache. Frau Detzer, vielen Dank Ihnen heute Morgen und auch Herr Leier, Ihnen herzlichen Dank. Sie dürfen jetzt hier diesen Platz verlassen, weil Sie hier rein müssen. Dankeschön. Und wir, meine